Du hast Spaß daran, kreativ zu sein? Dann bist du bei glitter.de genau richtig. Im folgenden Video siehst du ein paar Kniffe zum Thema Stricken. Normalerweise strickt man die meisten Sachen heute mit Rundstricknadeln. Um dir die Grundlagen des Strickens zu zeigen, eignen sich aber zwei einzelne Nadeln besser. Beim Stricken selbst macht es aber eigentlich keinen Unterschied. Um die Maschen anzuschlagen, nehmen wir den Faden doppelt. Das ist gerade für Anfänger dann leichter und der Rand wird fester. Wie lang der doppelte Faden am Anfang ist, ist eigentlich egal. Er darf bloß nicht zu kurz sein. Sollte er zu lang sein, wird der Rest später einfach vernäht. Dort, wo das Ende des doppelten Fadens offen ist, mache es mit einer Schlaufe zu. In die Schlaufe wird dann die Nadel gesteckt und der Faden wird zugezogen. Du hast also den doppelten Faden, den Rest vom doppelten Faden und den Strickfaden oder auch Lauffaden genannt. Wir zeigen dir noch einmal, wie die Schlaufe gemacht wird. Nimm den Faden doppelt. Dann schlage das offene Ende um den Zeigefinger und lass dabei den Zipfel hängen. Lege den Faden, der zum Wollknäuel führt, also den Strickfaden, über den doppelten Faden, sodass er nachher hinter dem doppelten Faden ist. Es entsteht eine Schlaufe. Nimm nun eine Nadel und führe sie durch die Schlaufe, sodass der Strickfaden in der Mitte über der Nadel zu liegen kommt. Ziehe dann die Schlaufe zu. Du siehst nun den doppelten Faden, den übrig gebliebenen Zipfel und den Strickfaden. Halte nun die Nadel in der rechten Hand und fädele den Strickfaden um deine linke Hand. Das machst du folgendermaßen. Nimm den linken Zeigefinger und lege ihn unter den Strickfaden. Der Strickfaden führt nun über den linken Zeigefinger herum und zwischen Zeigefinger und Mittelfinger wieder Richtung Handfläche. Dann schließe die Hand und umfasse somit Strickfaden und doppelten Faden. Es entsteht eine Art Schlaufe. Führe deinen Daumen durch die Schlaufe und strecke dann Daumen und Zeigefinger. Der Faden wird so gespannt. Der doppelte Faden liegt nun gespannt über dem Daumen, der Strickfaden gespannt über dem Zeigefinger. Noch einmal. Den Strickfaden um den Zeigefinger herum. Die Hand um alle Fäden schließen, die Hand wie eine Pistole strecken, dann den Daumen durch die Schlaufe und mit ihm den doppelten Faden spannen und mit dem Zeigefinger den Strickfaden spannen. Drehe nun die Hand so, dass die Handfläche ganz zu dir und der Daumen senkrecht nach oben zeigt. So entsteht um den Daumen eine Art Schlaufe. Die Nadel führst du nun von unten in die Schlaufe, dann um den Strickfaden herum und von oben wieder durch die Schlaufe. Dann streckst du beide Finger. Schon hast du die erste Masche. Nochmal. Von unten durch die Schlaufe. Um den Strickfaden herum. Von oben durch die Schlaufe. Strecken. So machst du nun eine Masche nach der anderen. Von unten, drumherum, von oben, strecken. Von unten, drumherum, von oben, strecken. Das wiederholst du so oft, bis du die erforderliche Anzahl an Maschen hast. Mit der Zeit wirst du merken, dass es immer leichter geht und du immer schneller wirst. Auf der Nadel siehst du nun die aufgenommenen Maschen. Jetzt sieht man auch den Vorteil des doppelten Fadens. Unten entsteht ein fester Rand. Sowohl der übrig gebliebene Zipfel als auch eventuell übrig bleibende doppelte Fäden können später einfach vernäht werden. Nach der ersten Reihe Maschen, die aufgenommen wurde, kommt die erste wirklich gestrickte Reihe. Falls etwas vom doppelten Faden übrig bleibt, wird dieser nachher vernäht, genauso wie der übrig gebliebene Zipfel.
Um weiter zu stricken, musst du die Nadel nun wenden. Das heißt, das spitze Ende der Nadel zeigt nun nach rechts. An der Wolle siehst du nun auch, dass eine Art kleine Perlen entstanden sind, die oben aufliegen. Nun musst du wieder den Lauf oder auch Strickfaden aufnehmen. Also über den kleinen Finger der linken Hand legen, dann zweimal um den linken Zeigefinger wickeln und dann mit abgespreiztem Zeigefinger die Nadel mit der linken Hand festhalten. Das Strickstück hat einen rechten und einen linken Rand. Die Außenmasche wird übrigens immer rechts oder immer links gestrickt. Was das genau heißt, das zeigen wir euch gleich. Wir wählen nun eine linke Masche und machen dann mit rechten Maschen weiter. Für eine rechte Masche gehst du mit der Nadel von links in eines der Schläufchen auf der Nadel. Dann gehst du nach oben um den Lauffaden herum, dazu kann man auch Luft holen sagen, und steckst dann die Nadel von hinten durch das Schläufchen auf der Nadel. Dann ziehst du das Schläufchen von der linken Nadel herunter. Nochmal. Von links durch das Schläufchen, um den Strickfaden herum, von hinten durch und die Masche abstreifen. Sollten die Maschen auf der linken Nadel sehr fest sein, kann man sie vorsichtig mit der zweiten Nadel lockern. So strickst du nun alle weiteren Maschen. Rein, rum, durch und ab. Rein, rum, durch und ab. Die letzte Masche wird wieder von links gestrickt. Dann die Nadel wenden und da die Randmasche ja schon gestrickt wurde, sie nur noch abnehmen.